Live aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönborn. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. In Berlin ringen die Parteien heftig um ein wichtiges Gesetz. Es geht um die Grundsicherung, von der rund 5 Millionen Menschen ganz oder teilweise ihren Lebensunterhalt bestreiten. Unter dem Reizwort Hartz IV spaltet das System seit fast 20 Jahren die Republik. Für die einen ist es eine große Erfolgsgeschichte. Millionen Menschen haben Arbeit gefunden. Für die anderen ist es unwürdig. Zu wenig Geld, zu viel Druck. Die Ampelregierung will nun unter dem neuen Namen Bürgergeld nicht nur die Sätze um gut 10% erhöhen, sondern auch die Anforderungen und Pflichten für die Bezieher erleichtern. Der Union geht das zu weit. Sie empfindet es als ungerecht gegenüber den Menschen, die wenig verdienen, davon aber ohne staatliche Hilfe ihr Leben finanzieren. Diese Woche versucht der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat eine Einigung zu finden. Unser Thema heute: lohnt sich Arbeit noch? Der Streit um das Bürgergeld. Und ich freue mich auf diese Runde. Kai Kollenberg ist bei uns. Er ist Chefkorrespondent für Landespolitik bei der Leipziger Volkszeitung. Herzlich willkommen. Ja. Luisa Thomé ist wieder bei uns, Redakteurin im Ressort X bei Zeit Online. Ich freue mich auf Helena Steinhaus, freie Journalistin und Autorin. Und aus Transparenzgründen sagen wir, dass sie engagiert sich privat für bedingungslose Grundsicherung in einem gemeinnützigen Verein. Und Birgit Marschall ist Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post. Herzlichen Dank, dass Sie im Chat, in den sozialen Netzwerken, bei presseclub.de, tagesschau.de wieder so aktiv dabei sind. Und Frau Marschall, ich formuliere mal eine Frage aus dem, was ich hier lese und was offenbar vielen nicht so richtig klar ist und was wir zunächst klären sollten. Was genau soll denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Bürgergeld und Hartz IV sein, außer dass die Empfängerinnen und Empfänger mehr Geld bekommen? Ja, da gibt es noch so ein paar Reformelemente. Die ganze Reform konzentriert sich ja auf Fördern und Fordern. Oder das Hartz-IV-System, so wie wir es hatten, basiert auf diesem Prinzip Fördern und Fordern. Und jetzt setzt die Ampelkoalition an beiden Seiten an. Sie will vor allen Dingen mehr fördern. Sie möchte halt mehr tun dafür, dass Langzeitarbeitslose eine Aus- und Weiterbildung machen können, also mehr in die Qualifizierung gehen können, dass sie nicht sofort einen Job annehmen müssen, sondern erstmal zum Beispiel eine Ausbildung machen können, weil sehr viele haben noch keine abgeschlossene Berufsausbildung oder sind daran gescheitert. Und auf der vorderen Seite wird, wie Sie schon anmoderiert haben, werden Anforderungen gelockert. So soll zum Beispiel im ersten halben Jahr des Bezugs sollen Sanktionen weitgehend wegfallen und es soll 2 Jahre lang, das ist, wird genannt Karenzzeit, nicht überprüft werden, wie groß ist eine Wohnung, in der jemand wohnt oder wie hoch ist auch das Vermögen. Mhm. Also diese Reform hat ein bisschen mehr als nur die Regelsatz. Wir merken schon, es geht um Details und ist kompliziert. Frau Steinhaus, aus Ihrer Sicht, neuer Wein in alten Schläuchen, einfach nur ein neuer Name oder ein neues System? Ja, das Bürgergeld, das greift zu kurz. Ich würde sagen, es ist, wie Sie schon sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Weil um Hartz IV wirklich zu überwinden, müssten die Regelsätze eklatant angehoben werden. Es müssten die tatsächlichen Wohnkosten übernommen werden und es müsste auch sanktionsfrei sein. Und das Bürgergeld ist in meinen Augen letztendlich ein Bürgerhartz. Mhm. Frau Thomé, was ist für Sie das Entscheidende, vorausgesetzt, die Bundesregierung hätte sich im Bundestag damit durchgesetzt? Ja, ich finde erstmal, das Bürgergeld ist ein guter Anfang. Also wir reden jetzt seit knapp 20 Jahren über ein System, was eigentlich relativ, da sind sich relativ alle einig, irgendwie nicht optimal war. Das heißt, Hauptsache, wir tun was und wir verändern was. Und ich finde es eher spannend, dass wir reden jetzt über das, was das Bürgergeld nicht kann. Relativ viel, 3, 4 Punkte, über die wir ja sicher noch sprechen werden. Wir reden aber nicht darüber, was das Bürgergeld zum Beispiel kann. Beispielsweise, dass Jugendliche, dass die Kinder zum Beispiel wieder mehr verdienen dürfen, dass sie nicht von ihrem 450-Euro-Job mehr als 2/3 abgeben und deswegen irgendwelche Schwarzarbeitsjobs machen, um überhaupt irgendwie Geld zu verdienen und so. Also wir reden viel über die Nachteile, wir reden wenig über die Vorteile. Und ich glaube, wir hängen uns einfach an 2, 3 Sachen auf, die wichtig sind zu diskutieren, die aber nicht entscheidend sein sollten, ob jemand im Januar irgendwie endlich mal wieder an einen Punkt ankommen kann, wo er einen Tag ohne Existenzangst überleben kann. Mhm. Herr Kollenberg, nun hat die CDU-CSU mit ihrer Mehrheit im Bundesrat das Ganze erstmal aufgehalten. Friedrich Merz spricht von einem Systemwechsel. Frau Steinhaus sieht das überhaupt nicht. Worin liegt er denn aus Sicht von Merz und was bekämpft er?
Naja, Herr Merz hat ja deutlich gemacht, dass es darum geht, dass man den Abstand zu den Einkommen der Geringverdiener, dass der zu gering ist in vielen Fällen. Das ist ja das Argument der CDU, dass man sagt, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Und da gibt es jetzt verschiedene Berechnungsgrundlagen. Man kann ja auch streiten, es ist nicht der 1 Euro, die CDU mal diskutiert hat, auch nicht 50 Euro. Aber in verschiedenen Fällen ist der Abstand einfach, würde ich auch sagen, zu gering zu jemandem, der für Mindestlohn arbeitet, 38 Stunden die Woche, oder der Bürgergeld bezieht. Und der Abstand wird nur vergrößert, indem man dann das Wohngeld mit einbezieht, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss. Dann steigt diese Differenz, aber ich glaube, das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Dann beginnen wir doch mal mit diesem Aspekt, der ja auch von der Union angeboten wurde, separat behandelt und verabschiedet zu werden, nämlich, dass die Sätze, also die Beträge, die ausgezahlt werden, erhöht werden sollen. Ist auch nicht überall einheitlich, aber so, ich sag mal, die Basis um 10-12% etwa ansteigen soll. Jetzt sagen Sie schon, das wird schwierig im Vergleich zu Menschen, die arbeiten. Was sollte denn der Maßstab sein? Wie hoch wäre Bürgergeld oder Hartz IV angemessen, gerecht? Frau Thomae, Frau Marschall, Frau Steinhaus. Ich finde erstmal anschließend an diese Diskussion, lohnt sich dann Arbeit noch? Weil wenn man ja nur 300 Euro mehr verdient als jemand, der 38 Stunden arbeitet, also ne, der Unterschied nur 300 Euro sind, finde ich das irgendwie eine interessante Rechnung, weil ich glaube, dass es den Menschen im Niedriglohnsektor nicht besser geht, weil es jemand anderem schlechter geht. Also das macht für mich keinen Sinn. Ich gehe nicht an die Supermarktkasse und sage, ich kann mir jetzt hier mehr kaufen, weil der andere sich weniger kaufen kann. Sondern ich finde, es muss halt beides gleichzeitig steigen. Und wenn wir uns angucken, wir haben eine maximal geringe Arbeitslosigkeit gerade, wir haben aber eine maximal hohe Armutsquote, dann reden wir halt nicht nur über Menschen, die keinen Job haben, sondern wir reden halt vor allem über den Niedriglohnsektor. Und ich finde es total wichtig, das ernst zu nehmen, dass diese Menschen einfach auch viel zu wenig Kohle haben. Und es aber nicht damit getan ist, dann den BürgergeldempfängerInnen das abzunehmen, sondern wir müssen auch darüber reden, dass 12 Euro Mindestlohn einfach nicht gereicht hat, sondern letztlich ein Inflationsausgleich war, der irgendwo auch nicht dazu führt, dass diese Neiddebatte halt nicht endet und irgendwie Arm und Ärmer sich jetzt darum streiten, wem es eigentlich noch schlechter in unserem System geht. Und deswegen, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, darüber zu reden, nicht nur die Sätze vom Bürgergeld oder jetzt noch Hartz IV anzuheben, sondern auch im Niedriglohnsektor zu gucken, dass die Leute, die arbeiten gehen, auch gut davon leben können und nicht nur besser leben können als jemand, der schlecht leben kann. Frau Marschall. Also richtig ist ja, dass die Sätze angehoben werden, denn wir haben eine hohe Inflation und gerade die Ärmsten brauchen halt auch mehr Geld für ihren Lebensunterhalt. Und das wird ja auch jedes Jahr definiert. Also es ist gesetzlich festgelegt, wie man das sozioökonomische Existenzminimum ausrechnet. Und da war in der Vergangenheit das so, dass man sich immer gehalten hat an Inflationsraten, die zurückgelegen haben. Das ist natürlich gerade jetzt in Zeiten der hohen Inflation ein schwieriger Punkt. Also deswegen geht das in Ordnung, dass die Regelsätze jetzt deutlich steigen. Etwas verspätet auch, denke ich, weil die Krise, die Energiekrise, die läuft ja längst. Und dagegen hat die Union ja auch nichts. Also sie hat ja ausdrücklich zugestimmt, dass diese Regelsätze angehoben werden können. Und jetzt komme ich nochmal zum Unterschied, zum regulär Verdienten. Es war auch falsch von der Union zu behaupten, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Weil in den meisten Fällen lohnt sich Arbeit schon noch, aber dann, wenn du eben aufstockst. Wenn du, also du bist Geringverdiener und erhältst noch eine aufstockende Hilfe vom Staat, dann hast du einen Unterschied zum Bürgergeld. Das ist aber, da müssen wir uns fragen, das ist aber eine andere Diskussion. Ist es nicht traurig, dass in unserem Land jemand noch aufstocken muss und nicht mit seinem regulär Verdienten? Da sagt Frau Thomae, Mindestlohn weiter anheben, ja, als bisher schon geschehen. Das wird ja wahrscheinlich auch passieren. Der Mindestlohn wird immer weiter. Und wir haben ja auch zum Beispiel auch jetzt sehr hohe Tarifabschlüsse gesehen. 8% also, und wir haben ja auch einen Arbeitsmarkt, wo wir zunehmend in so einen Arbeitskräftemangel kommen und deswegen Arbeitnehmer eigentlich eine immer bessere Verhandlungssituation haben, wenn es um Löhne und Gehälter geht. Aber ich wollte noch einen Aspekt sagen. In der Reform steckt drin, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die Verbesserung von Zuverdienstmöglichkeiten. Also dass Menschen, die eben im Bürgergeld oder in der Grundsicherung sind, mehr von dem behalten können sollen, was sie sich hinzuverdienen. Und das, finde ich, ist der Hebel, um den es gehen muss, um Wiedereingliederung in Arbeit hinzubekommen. Ja. Frau Steinhaus, wie viel ist zu viel oder zu wenig? Zu wenig sind auf jeden Fall 449 Euro, die es aktuell sind. Und zu wenig sind auch 502 Euro, die es ab Januar sein sollen.
Der Paritätische Gesamtverband, der berechnet 725 Euro als einen armutsfesten Regelsatz. Und armutsfest bedeutet, dass die Menschen sich nicht weiter verschulden, dass sie ihre Rechnung bezahlen können, dass sie tatsächlich sich angemessen auch ernähren können, weil diese Regelsatzerhöhung, von der wir sprechen, die wird eigentlich durch die Inflation komplett zunichte gemacht. Diese Menschen haben also überhaupt gar nicht mehr Kaufkraft als vor einem Jahr. Und sie müssen sich nach wie vor mit 155 Euro im Monat für Lebensmittel durchschlagen. Das ist wirklich total krass, weil man muss davon auch Stromkosten bezahlen. Und jeder sechste Hartz-IV-Beziehende muss davon auch Teile der Miete bezahlen und Teile der Nebenkosten. Und natürlich auch Haushaltsgeräte, Klamotten und so weiter. Also Sie sehen, davon kann man nicht leben. Ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist durch das, was ich aufgezählt habe. Mhm. Aber 502 Euro führen in die Armut und lassen die Menschen in der Armut. Und das ist einfach unwürdig. Ja, Herr Kollenberg, dazu noch, wie viel ist zu wenig, zu viel gerecht? Na, ich will auf Frau Thomé eingehen, die gesagt hat, müsste den Mindestlohn anheben. Ja, aber ich würde gerne den Aspekt einfach, ich finde es schwierig, muss ich sagen, weil ich glaube, wir alle nicht von 700 oder gar 500 Euro leben. Klar, da kommen noch Zuschläge dazu, aber ich glaube, also ich sag mal, uns allen ist klar, dass das wenig Geld ist und dass es schwer ist, damit den Lebensunterhalt zu bestreiten. Jetzt gibt es den Aspekt, es muss bezahlt werden, das ist klar. Aber ich will noch mal auf den Aspekt Mindestlohn, Geringverdiener, Arbeiten. Wie wichtig ist das Kriterium, dass jemand, der vom Staat, von der Gemeinschaft unterstützt wird, weniger haben sollte als jemand, der ein geringes Einkommen hat? Na, ist das der Maßstab? Also muss man sozusagen die Unterstützung so weit drücken, damit der Abstand zur Arbeit gewahrt ist? Na, ich finde, die öffentliche Meinung ist da relativ klar. Also ein Großteil der Deutschen findet, dass das Bürgergeld falsch konzipiert ist, dass sozusagen sich gering verdienende Arbeit nicht lohnt. Im Osten sagen 70%, dass Arbeitnehmer mit geringem Verdienst schlechter gestellt werden gegenüber denjenigen, die Bürgergeld beziehen. Und das muss man einfach annehmen. Also wir wollen alle nicht eine Neiddebatte. Da würde ich auch mitgehen, weil sie wird ja gerade geführt. Und zwar vom Teil der Arbeitnehmer, die Mindestlohn bekommen. Und die dann einfach durchrechnen, was habe ich netto raus und was hat der andere netto raus. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir uns da fragen, warum wird diese Neiddebatte geführt? Nämlich, was haben wir denn für ein Bild von Arbeitslosigkeit? Es ist auch ein Bild von, ich stehe morgens um 5:30 auf und da dreht sich jemand um 9 Uhr noch mal um und kriegt quasi das gleiche Geld wie ich. Und ich glaube, da müssen wir uns auch als JournalistInnen fragen, wie realitätsnah berichten wir denn über Arbeitslosigkeit, über diese Komplexität dieser Gruppe. Es gibt kaum eine Gruppe, die so heterogen ist. Es gibt kaum eine Gruppe, die man nicht in 3 Sätzen beschreiben kann. Und ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und ich würde sagen, selten gefunden, dass man sich um 9 Uhr noch mal umdreht und ein gutes Leben hat. Ja. Das ist eine wahnsinnig psychische Belastung. Das ist auch ein den ganzen Tag sich um Dinge kümmern, Sorgen machen müssen, sich auch um Jobs bemühen. Es ist auch nicht so. Es ist glaube ich, eher so eine Frage, wie ist es entstanden, dass ein Mensch, der wenig hat, mit einem oder weniger hat, neidisch ist und umgekehrt, anstatt dass man sich miteinander solidarisiert und sagt, ey, uns geht's hier unten, und das sind fast 50%, wenn man sie zusammenrechnet, einfach zu schlecht. Und das ist, glaube ich, finde ich, der Punkt. Also es geht ja jetzt hier eigentlich, Entschuldigung, komm gleich ran. Wer schnell ist, hat das Wort. Also, ja. Es geht ja hier auch gar nicht so sehr um Neid und darum, irgendwie gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, da kommen wir einfach nicht weiter. Wir müssen auch mal die ökonomische Betrachtung machen. Und es ist nun mal so, am Arbeitsmarkt, oder jeder Mensch ist ein rational handelnder Mensch. Und jeder überlegt sich, wie viel Arbeit möchte ich machen, für wie viel Geld? Und lohnt es sich vielleicht doch eher, eine staatliche Hilfe anzunehmen, als mir irgendwie mühsam einen Job zu besorgen, auf den ich auch überhaupt gar keine Lust habe? Es ist doch immer, also jeder wägt das doch ab. Und ich denke auch, das Bürgergeld muss man als Gesamtpaket sehen. Man nicht nur die finanziellen Beträge, also die 502 Euro Regelsatz jetzt ab Januar, sondern auch, was kriege ich sonst noch? Ich kriege komplett bezahlt die Miete. Ich kriege komplett bezahlt die Heizkosten. Und das ist jetzt natürlich jetzt bei einer
Lage, wo wir eben steigende Energiepreise haben, auch nochmal ein besonderer Aspekt. Und ich kriege auch noch, das weiß man oft gar nicht, noch zusätzliche Leistungen daneben. Also ich kann, wenn ich eine neue Waschmaschine brauche, dann kann ich die auch beantragen. Meine Kinder kriegen einen Teil, gibt es ein sogenanntes Teilhabepaket, dann wird was bezahlt für die Fußballvereine und so weiter. Ich sehe schon, Frau Steinhaus schüttelt mit dem Kopf, aber es geht mir schon darum, das als Gesamtpaket zu sehen, das in die Abwägung hineinkommt, lohnt sich Arbeit oder lohnt sich Arbeit nicht? Sie hatten, glaube ich, ich habe Einwände. Bemühungen gemacht, Ihre Einwände zu äußern. Ja, es wird immer so getan, als sei Hartz IV oder auch das Bürgergeld das Rundum-Wohlfühlpaket, gerade was das Wohnen betrifft. Das ist nicht so. Es wird jeder sechste Hartz IV-Beziehende muss Teile der Miete selber zahlen und dadurch auch Teile der Nebenkosten und die Stromkosten ja sowieso. Das ist total schwierig, Wohnungen zu finden, die angemessen sind. Und diese Angemessenheitsgrenzen müssen wirklich eklatant angepasst werden. Es gibt dazu aber bisher keine vernünftige Ausarbeitung im Bürgergeld. Also es stimmt einfach nicht, dass die Wohnkosten tatsächlich übernommen werden und dass es überhaupt einfach wäre, in angemessenen aber Wohnungen zu leben. Darf ich kurz einwenden, während der Corona-Pandemie wird die Angemessenheit der Wohnung nicht mehr geprüft. Das ist aber zu Ende im Dezember. Ja, und es soll aber ja jetzt wieder im, also das, und das ist waren ja Teil nur zwei Jahre. Es ist ja okay. Teil der Reform, also dass es dann wieder weiter ausgesetzt wird. Frau Steinhaus sagt, bei 80% wird, bei 84% wird bezahlt, bei 16% müssen selber. Lassen Sie uns nicht über die Details streiten. Das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig, weil das in den Regelsatz eingreift. Ja. Und die haben also noch weniger als 449 Euro zum Leben. Und die können keine Waschmaschine sich einfach beantragen und auch keinen Kühlschrank. Aber die können ein Darlehen für einen Kühlschrank beantragen und das müssen sie dann aus dem Regelsatz abstottern. Wir waren uns, glaube ich, einig, dass eine Neiddebatte schwierig ist und dass wir alle nicht der Ansicht sind, dass da, sag mal, Reichtümer bezahlt werden. Wenn ich hier so unsere Diskussion verfolge, gibt es immer wieder die Frage zum Beispiel von Herrn Ledersch, auch im Gästebuch, wer soll das Bürgergeld künftig bezahlen? Rund 2 Milliarden werden geschätzt nach den Plänen der Ampelregierung, die das Ganze mehr kostet. Wie gehen wir damit um, dass auf der einen Seite der, glaube berechtigte und begründete Anspruch ist, menschenwürdig zu leben und auf der anderen Seite die Gesellschaft fragt, wie viel sind wir bereit dafür aufzuwenden? Frau Steinhaus, Herr Kollenberg. Also da ich Sie eben unterbrochen habe, bitte. Ich gebe es gerne weiter an Herrn Kollenberg. Okay. Na, ich glaube, wir müssen, wenn wir schon nicht über die Höhe diskutieren, über diese 50 Euro, die es mehr geben muss, müssen wir diskutieren, was Sanktionsmöglichkeiten angeht, um das Schonvermögen. Muss das wirklich bei 60.000 Euro liegen, die man 2 Jahre nicht antastet? Muss man wirklich oder kann man wirklich eine Wohnung beibehalten, 2 Jahre lang, und das geprüft wird, ob die Größe angemessen ist? Da gibt es ja auch schon Vorschläge jetzt von der Opposition, dass man sagt, da muss die Höhe angepasst werden, da geht man ran. Und ich glaube, das wird eine Debatte sein, die wir führen müssen, jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen, je nachdem, wie lange es im Vermittlungsausschuss dauert. Ja, und das ist, also weil Sie ja nach der Finanzierung fragen, also es wird eben von den Steuerzahlern bezahlt. Das sind jährlich ungefähr 45 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt. Zusätzlich kommen auch noch kommunale Leistungen dazu. Und das wird ja finanziert von Menschen, die eben, jetzt sage ich jetzt wirklich, morgens aufstehen und arbeiten und Steuern zahlen. Und da sind halt auch viele dabei, die sich eher im mittleren oder im unteren Einkommensbereich befinden. Und die schauen schon, was bekommen die Menschen, die im Bürgergeld leben. Und wenn da welche wirklich in 100 Quadratmetern oder 150 Quadratmeter Wohnungen wohnen und die selber, sie gehen aber jeden Tag arbeiten und können sich nur eine 50 Quadratmeter Wohnung leisten. Entschuldigung, dann aber gibt welcher, es natürlich, welcher Hartz IV-beziehende wohnt in einer 150 Quadratmeter Wohnung? Also mir geht das nicht gefunden. Ja, aber es gibt, wenn du eine eigene Immobilie hast, ist es nicht 150, sondern da hast du im Moment eine 130 Quadratmeter Grenze. Wenn es deine Eigentumswohnung ist, dann darfst du da drin weiter wohnen. Ich gehe mal rein, weil wir genau in der Diskussion sind, die in Berlin auch läuft. Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, gestern auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Wir erwarten von dieser Regierung, dass sie auch einen Schritt, und zwar einen großen Schritt, auf uns zugeht, wenn wir eine gemeinsame Lösung für dieses sogenannte Bürgergeld in den nächsten Tagen und Wochen finden wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Wo können diese Schritte liegen? Wo kann der Kompromiss gefunden werden? Ich glaube, es gibt ja, also vor allem von Friedrich Merz gibt es ja zweieinhalb Schritte, die ihm sehr wichtig sind. Das ist einmal natürlich Sanktionen, Schonvermögen und der Abstand zu denen, die arbeiten gehen. Ich glaube, das sind die drei Dinge, um die wir uns immer streiten.
Das Schonvermögen ist, glaube ich, das, wo man am ehesten diskutieren kann, wo man sagen kann, das wäre, glaube ich, ein Schritt, den würde die Ampel auf ihn zugehen. Und in meinen Augen muss sie das, weil irgendwo muss sie ja Schritte gehen. Und ich glaube, das ist auch in meinen Augen der Punkt, den man am meisten diskutieren kann. Man muss sich nur dabei auch klar werden, 60.000 Euro Schonvermögen, ein Drittel der Deutschen hat keinen Cent Reserve. Also wir müssen halt auch gucken, wer hat überhaupt noch Vermögen. Mhm. So, und wir reden, ich glaube, wir könnten diese Zahl fiktiv gestalten, weil es gibt nur noch so wenig Reserven und Vermögen. Und deswegen ist es ja im Grundsatz eigentlich eine gute Idee, aber gut. Kompromiss ist Kompromiss. Aber lassen Sie uns bei dem Punkt bleiben, Frau Scharnhorst, der ist doch spannend. Warum hält ausgerechnet die SPD daran fest, 60.000 Euro für den Haushaltsvorstand und mit Frau und Kindern oder Mann und Kindern 150.000 Euro Vermögen erstmal zu schonen? Wie ist diese Position aus Ihrer Sicht zu halten? Na, Sie wollen damit den Mittelstand schützen, weil es gibt ja immer wieder Gründe, weswegen man längerfristig oder also mehr als ein Jahr lang arbeitslos wird oder wenn Selbstständige crashen. Und es kann sein, dass man einfach ein, zwei Jahre braucht, um wieder auf die Füße zu kommen. Und damit mit diesem Schonvermögen soll verhindert werden, dass eben so ein starker gesellschaftlicher Abstieg sofort passiert. Und in anderen Fällen, wenn zum Beispiel die Festanstellung verloren, also gekündigt wird, wenn jemand schon, sage ich mal, über 50 ist und es schwieriger ist, wieder eine Festanstellung zu finden, dann soll dieses Schonvermögen auch Altersarmut vorbeugen. Also letztendlich geht es um solche Sachen. Aber ich finde, es geht eben auch um das Signal, das in die Gesamtgesellschaft gesendet wird. Und wenn die Menschen eben lesen, da kann jemand Bürgergeld beziehen, der als Familie eben bis zu 150.000 Euro Vermögen hat und dazu auch kann er auch noch eine eigene Immobilie haben und dann kann er dazu auch noch Lebensversicherungen, also Altersvorsorgeverträge haben. All das bleibt geschützt. Da fragt sich eben der Bürger, das soll ja auch, das heißt ja Bürgergeld, also muss der Bürger das eigentlich auch unterstützen, das Bürgergeld mehrheitlich. Und dann fragt er sich, wieso kriegt der das Bürgergeld? Der muss doch eigentlich erstmal eigenes Vermögen verwerten. Okay. Ein Punkt, der diskutiert wird, Herr Kornberg, ich frage Sie mal, was ist aus Ihrer Sicht was anderes, wo Sie Kompromissmöglichkeiten sehen? Na, ich glaube, man muss schon fragen, es ist ja vorgesehen, dass die Weiterbildungsmöglichkeiten von 2 auf 3 Jahre gestreckt werden, bis man dann die Qualifikation erreicht hat. Ob man dann wirklich noch 150 Euro im Monat zusätzlich demotivieren muss, denjenigen, der Bürgergeld bezieht, dass er die Weiterbildung macht, könnte man in meinen Augen auch darüber diskutieren, ob das wirklich notwendig ist, ob man diese 150 Euro zahlen muss. Weil er hat ja schon ein Jahr länger Zeit und er bezieht ja auch schon Bürgergeld. Das finde ich ist ein ganz spannender Punkt, diese Möglichkeiten der Weiterbildung, die da vorgesehen sind. Hubertus Heil, dem Bundesarbeitsminister, ist das besonders wichtig. Im bisherigen Hartz-IV-System ist es so, dass 2 Drittel der Langzeitarbeitslosen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, mal so einen Hilfsjob gebracht werden. Aber das Jobcenter sieht ihn dann nach ein paar Monaten wieder. Wir ermöglichen mit dem Bürgergeld, dass Menschen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das ist aktive Arbeitsmarktpolitik. Und ich will, dass das zum 1. Januar möglich ist. Ja, passt zu Fragen hier, die wir auch auf Twitter haben. Was wird getan, damit Menschen wieder in Arbeit kommen? Ist das der richtige Ansatz, zu sagen, nicht den nächstbesten Job, sondern Ausbildung, Weiterbildung unterstützen? Oder haben wir im Moment so große Not, Arbeitskräfte zu finden, dass man sagen müsste, lieber den nächstmöglichen Job? Also ich finde auf jeden Fall ist das der richtige Ansatz. Das wird übrigens auch schon gelebt. Also wenn ich jetzt Jobagenturen, Jobcenter höre, dann machen die das im Grunde genommen jetzt schon, dass sie diesen Vermittlungsvorrang oft ignorieren und Leute eher versuchen, in Maßnahmen zu bringen, in Weiterbildungsgeschichten und so weiter. Jetzt wird das sozusagen formalisiert im Gesetz, dass der Vermittlungsvorrang abgeschafft wird. Besten Job annehmen. Und das ermöglicht eben Aus- und Weiterbildung. Wir dürfen uns aber auch nicht zu viel Hoffnung machen, weil was man so weiß aus der Forschung ist, viele wollen auch diese Weiterbildung nicht annehmen. Und deswegen versucht man sie jetzt eben zu locken mit diesem Weiterbildungsbonus, dass man nochmal 150 Euro drauf bekommt. Und es ist aber auch wichtig, dass das adäquat ist, dass die Menschen eben die Ausbildung bekommen können, die sie sich
sich wünschen, die ihnen zu ihnen passt. Und da ist eben auch vorgesehen in dieser Reform, dass man so einen Kooperationsvertrag macht, auf Augenhöhe darüber spricht, was ist denn das, wohin du dich eigentlich entwickeln willst. Und das finde ich eigentlich ganz gute Elemente an dieser Reform. Und genauso, das hatte ich ja schon gesagt, diese Sache mit den Zuverdiensten, dass das eben möglich wird, mehr Arbeitsstunden zu leisten künftig und davon eben mehr übrig zu haben, was man dann verdient hat. Da hätte ich dann allerdings, da kommen wir dann gleich vielleicht noch zu, noch oder den Wunsch, dass das deutlich ausgeweitet wird in der Reform. Das muss Teil dieses Pakets sein, das nächste Woche beschlossen wird, dass die Hinzuverdienstregeln erheblich verbessert werden, weil sie sind das, was da bisher drinsteht, ist enttäuschend. Ja. Gibt es da Widerspruch am Tisch zu dem Punkt? Ist das Konsens? Nee, ich würde vielleicht noch kurz gerne ergänzen, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, zu fragen, was haben wir für eine Wertschätzung Arbeitslosen gegenüber? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich muss jeder Arbeitslose einfach erstmal arbeiten. So, weil es gibt da einen Job und mach ihn halt. Nicht jeder, also es gibt erstmal nur 50% der Arbeitslosen sind vollständig arbeitsfähig. Das ist auch schon mal wichtig. Gut, dann schauen wir auf die Gruppe. Genau. Und da muss man ja auch sehen, wir zum Beispiel, es kommt jemand aus dem Niedriglohnsektor, hat sehr lange gearbeitet, hat einen Pflegeberuf gemacht zum Beispiel und fällt in der Arbeitslosigkeit oder wie auch immer. Ja, und hat aber auch schon Dinge geleistet. Das wird ja ständig so getan, als wäre man in die Arbeitslosigkeit so reingeboren und hätte noch nie irgendwas getan. Und warum steht da nicht... Wobei man dann ja erstmal das Arbeitslosengeld 1 bekommt. Genau. Wir reden ja jetzt über die Gruppe, die danach schon arbeitslos anfällt. Genau. Oder die müssen wahrscheinlich aufstocken mit Arbeitslosengeld 2. Ich finde es einfach nur wichtig, in dem Punkt noch zu sagen, ich finde, es braucht irgendwo auch eine Wertschätzung dieser Gruppe gegenüber zu sagen, du musst nicht irgendwas machen. Und da gebe ich auch Hubertus Heil irgendwo recht, weil es uns eh wieder erreicht. Ja? Also diese Kurzfristigkeit. Und ich glaube, deswegen ist die Weiterbildung die einzige Lösung. Und da sollten wir uns nicht darum streiten, ob sie jetzt 1, 1,5, 2, 3 Jahre geht, sondern dass sie effektiv ist. Das ist ja auch im Grunde um das Kernelement dieser Bürgergeldreform, diese Weiterbildung. Wenn man mit Sozialpolitikern der Koalition spricht, die heben eigentlich alle darauf ab. Und im Grunde ist es ja eine schlechte Verkaufe auch der SPD gewesen, die sich gerade dafür feiert, Hartz IV abgeschafft zu haben und nicht so sehr betont, dass es eigentlich darum geht, die Leute weiterzubilden und zu qualifizieren. Also im Osten, da in Sachsen sind ein Drittel der Arbeiten da immer noch zum Mindestlohn. Und natürlich ist es da von Vorteil, wenn man sozusagen die Arbeitnehmer weiter qualifiziert, damit sie zukünftig eben nicht mehr für Mindestlohn arbeiten müssen. Bloß die Qualität der Weiterbildung ist eben im Status quo nicht so besonders gut. Also da werden jährlich 7 Milliarden Euro jetzt schon reingesteckt. Ich finde, 7 Milliarden ist eine unglaubliche Summe. Und die Qualität ist nicht so, dass da massenhaft Leute dann hinterher in reguläre Arbeit vermittelt werden können. Und da muss halt die Bundesagentur für Arbeit auch total viel mehr tun, dass das auch betriebsnäher passiert. Also dass Menschen eben in Betrieben oder angegliedert an Betrieben sich aus- und weiterbilden können. Herr Steinhaus, ich gehe nochmal auf einen Aspekt, der viele Userinnen und User beschäftigt. Der riesige Arbeitskräftemangel, den wir haben, den man im Alltag überall merkt. Und viele stellen die Frage, warum werden Sanktionen, warum wird Druck vermindert, wenn wir als Gesellschaft doch so dringend Menschen brauchen, die arbeiten? Es gibt keine Belege dafür, dass Sanktionen den Arbeitsmarkt tatsächlich bedienen. Also dass sie dafür sorgen, dass Menschen sich in Arbeit integrieren. Ganz im Gegenteil. Sanktionen haben eine negative Wirkung. Die Menschen ziehen sich zurück. Aber war das nicht damals der entscheidende Unterschied bei der Einführung von Hartz IV? Dass vorher in der Sozialhilfe dieser Druck nicht bestand? Es ist umstritten, ob Hartz IV jetzt dafür gesorgt hat, dass es weniger Arbeitslosigkeit gibt oder ob die Wirtschaft selbst das auch reguliert hat. Und da gibt es sehr konträre Positionen zu. Und letztendlich, es gibt natürlich Belege dafür, dass Sanktionen zeitweise kurzfristig wirken, aber sie wirken nicht langfristig. Das muss selbst das IAB in seinen Abschlussberichten eingestehen, dass nach kurzer Zeit die Menschen wieder die Jobs aufgeben und zurück im Jobcenter landen. Und das nennt man den Drehtüreffekt. Also es funktioniert nicht, dass man Menschen dadurch, also durch die Androhung von finanziellen Kürzungen, in Jobs vermittelt. Frau Marschall, Herr Kollenberg. Ja, also da, wo Sie schon das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, das ist dieses IAB, anführen, das ist ja angegliedert an die Bundesagentur für Arbeit und ist deswegen eben wahrscheinlich
kann man eine Objektivität unterstellen, dass sie tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Sanktionen führen dazu, dass die Wiedereingliederung in Arbeit schneller funktioniert. Also doch, da gibt es viele Studien, die das nachweisen, dass eine schnellere Wiedereingliederung passiert ist. Was allerdings stimmt, dass nach mehreren Jahren es so eine, sagen wir mal, Vertrauensverluste gibt zwischen dem Bezieher und dem Jobcenter, dass eben Leute eben auch den Kontakt abbrechen und so weiter aufgrund von Sanktionen. Aber dass man sagen kann, die Sanktionen haben überhaupt nichts bewirkt, das ist eben einfach nicht so. Und man muss natürlich auch sagen, wenn du erstmal im ersten halben Jahr auf Sanktionen weitgehend verzichtest, dann richtet man sich eben tatsächlich als Betroffener erstmal ein in dieser Situation und verliert wertvolle Zeit. Und jeder Tag. In welcher Situation richtet man sich ein? Wenn man ist Neuzugang im Bürgergeld und hat das Signal, ein halbes Jahr lang werde ich wahrscheinlich nicht sanktioniert. Ich brauche also eigentlich erstmal nichts tun. Und das ist Frau Marschall ist dran. Dann Herr Kollenberg. Ich brauche erstmal nichts tun, es sei denn, das haben Sie ja jetzt ein bisschen nachgebessert, dass bei mehrfachen Meldeversäumnissen, also ich stelle mich nicht vor, dann kann ich noch um 10% kann der Regelsatz dann vorübergehend gekürzt werden. Aber die Sanktionen, dass wenn ich keine Arbeit annehme oder keine Ausbildung, die entfällt erstmal im ersten halben Jahr. Und das finde ich kontraproduktiv, weil gerade eben der Anfang des Bezugs wichtig ist, um schnell wieder in Arbeit zu kommen. Also wenn es eine Möglichkeit gäbe, schnell einen qualitativ okay Job zu kriegen, dann erhöht eben die Sanktionsmöglichkeit, dass man das auch wirklich macht. Dann. Herr Kollenberg, Frau Thomé, Frau Steiners. Ich wollte das nur Frau Marschall mal unterstützen. Also es geht ja bei den Sanktionsmöglichkeiten um ein Signal an die Arbeiter, die sozusagen die anderen finanzieren, deren Bürgergeld bekommen sollen. Dass man eben sagt, okay, wir unterstützen die, aber ja, es ist nicht bedingungslos, sondern sie müssen dafür auch etwas tun. Und ich glaube, es ist ganz vielen wichtig, die auch gerade für Mindestlohn arbeiten, dass sie sehen, dass der Teil, der gerade unterstützt wird von staatlichen Hilfeleistungen, dass der auch relativ schnell oder schneller sanktioniert werden kann, wenn er einfach den Aufforderungen der Arbeitsagenturen hinnachkommt. Mhm. Frau Thomé, Frau Steiners. Ja, ich glaube, die gesellschaftliche Debatte auch um die Sanktionen, die geführt werden, die finde ich auch ein bisschen losgelöst von der politischen ist. Natürlich kann ich die verstehen und natürlich kann ich die Beweggründe dafür verstehen. Ich glaube, nur wieder zurück zu dem Argument, dass Arbeitslose eine sehr heterogene Gruppe sind. Ich habe gerade einige Monate eine Mitarbeiterin im Jobcenter begleitet im U25-Büro. Die betreut nur Arbeitslose unter 25. Und die haben eh schon ein bisschen lockere Sanktionsregelungen. Es gibt von diesen Büros sehr, sehr wenige in Deutschland. In Köln gibt es eben eins. Und trotzdem versucht sie, diese Sanktionen so gut es geht zu umgehen oder zu vermeiden, weil sie baut ein Vertrauensverhältnis auf zu denen, die zu ihr kommen. Sie versucht, sie zu vermitteln, sie versucht, sie zu fördern und sie versucht, ihnen das Gefühl zu geben, du bist es wert, einen Job zu finden, der dir Spaß macht. Wir suchen den gemeinsam und sie hat eine wahnsinnig gute Erfolgsquote damit. Ich fand es spannend zu sehen, weil gerade natürlich, wenn man sehr, sehr jung arbeitslos ist, war, schon immer ist, wird, ist es, glaube ich, wichtig, nicht sofort in diese Sanktionsangst reinzugeraten, sondern jemanden im Jobcenter zu haben, dem man vertraut. Sie hat einfach ihre eigenen, so ein bisschen innerhalb der legalen Regeln, ihre eigenen Regeln gebaut, weil sie damit wahnsinnig gut fährt. Die Leute kommen zu ihr, die halten Termine ein, rufen sie an und sagen, ich habe hier ein Problem, was kann ich jetzt tun? Sie besucht sie auch in diesen Weiterbildungsstätten und so. Und das war für mich einfach nochmal ein erhellender Moment zu sehen, das funktioniert, es ist viel Arbeit. Knüpfen wir gleich dran an, Frau Steinhaus noch, und dann komme ich auf den Aspekt gerne zurück. Ja, ich glaube, mir stößt am meisten auf, dass wir irgendwie über diese Menschen reden, als wollten sie alle nicht arbeiten und man müsste sie unbedingt dazu irgendwie bringen und sei es mit Sanktionen. Das stimmt nicht. Die meisten Menschen wollen arbeiten. Viele arbeiten auch schon. Viele können aus bestimmten und guten Gründen teilweise oder auch langfristiger keine Arbeit annehmen, obwohl sie Hartz IV beziehen. Und ich glaube einfach, wir müssen gucken, was das eigentlich für ein Menschenbild ist, von dem wir ausgehen, das wir haben von das erwerbslosen Menschen. Das passt ganz gut, weil unser Bild, jedenfalls wenn wir etwas älter sind, davon geprägt ist, wie alles anfing. Das war eine Phase großer Langzeitarbeitslosigkeit. Klassische Hartz-IV-Bezieher, also stammten aus Deutschland, waren hier aufgewachsen, hatten entweder nach der Schule keinen Job gefunden oder ihn lange verloren. Dieser Kreis schrumpft seit Jahren deutlich.
noch 2015 waren über 3/4 der Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher mit deutschem Pass. Seither haben wir Hunderttausende Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, Asylbewerber. Wir haben heute einen Anteil von über 40% von Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Es kann trotzdem sein, dass sie hier schon gelebt haben, aber Stichwort Ukraine, Syrien. Es ist eben ein völlig anderer Kreis, der dazugekommen ist, der oft die deutsche Sprache nicht spricht, nicht integriert ist, keine eigene Wohnung hat. Und vor diesem Hintergrund fand ich es ganz spannend, den Leiter des Jobcenters Husum, Axel Scholz, im Deutschlandfunk zu hören, der nämlich aus der Praxis diesen Appell hat. Es kommt sowieso auf den Einzelfall an und dafür braucht die Praxis gutes Rüstzeug. Und insofern wäre es sogar wünschenswert, wenn es gar nicht so viele Vorgaben gäbe, weil die Jobcenter in Deutschland, glaube ich, im Einzelfall ohnehin am besten wissen, was für den Menschen geboten ist und was wichtig ist und vor allen Dingen, was der Mensch selber zu leisten imstande ist. Frau Thomae, vor dem Hintergrund dessen, was Sie eben geschildert haben, aus Ihrem Gespräch und der Struktur, die sich da verändert hat, wer diese Menschen sind, geht das überhaupt noch mit einem Gesetz, das versucht, alle Details festzuschreiben? Na, ich glaube, es geht halt mit einem Gesetz, was dann den Jobcenter-Mitarbeitenden einfach ein bisschen mehr Freiraum lässt. Also das gibt es ja auch. Man muss es ja nicht über einen Kamm alles festlegen. Nee. Auch wenn man sich anguckt, wir reden ja jetzt relativ oft darüber, dass man das Bürgergeld ausnutzt und sich damit auf die faule Haut legt, wenn man guckt. Das haben, hat jetzt hier niemand gesagt. Das, gar nicht hier an dem Tisch, aber in dieser gesellschaftlichen Debatte, das ist ja ein Riesenthema. Also auch in dieser Neiddebatte. Daher rührt die Debatte vor 20 Jahren. Absolut. Genau, und da muss man ja auch mal gucken, wer nutzt Sozialleistungen aus. Es sind de facto, es gibt keine ganz genaue Zahl zwischen 2 und 5%. Mhm. Und mit dem Rest muss man umgehen und ich glaube, mit dem Rest muss man sehr individuell umgehen. Und das, ich halte es für total wichtig, einfach darin zu vertrauen, zu sagen, ein Mensch ist erstmal gewillt, Dinge zu tun. Und wenn er das nicht ist oder sie, dann schauen wir, wie man damit irgendwie weitermacht. Und ich bin überhaupt nicht diejenige, die sagt, man muss Sanktionen völlig ausschließen. Ich glaube nur, man braucht, wenn man sich an Sanktionen festhält und wenn die jetzt Teil dieses großen Schrittes sind, den wir aufeinander zugehen müssen, um überhaupt mal aus Hartz IV rauszukommen, dann würde ich sagen, brauchen wir da mehr Spielraum, um individuell zu schauen und nicht ein Termin ist irgendwie nicht, hat nicht stattgefunden und dann sanktionieren wir, sondern das muss dann halt individueller sein. Na, ich glaube, der Streit ums Bürgergeld geht ja auch darum, dass man die Sanktionen de facto jetzt für einen Zeitraum ausschließt. Also ich glaube, wir würden uns doch alle treffen, wenn wir sagen, wir haben einen Katalog an Sanktionen, den kann man sozusagen, auf den kann man zurückgreifen, muss man aber nicht. Und die Debatte geht ja darum, in den ersten 2 Jahren oder im ersten halben Jahr ist es de facto ausgenommen. Und darum geht's. Was aber, glaube ich, die Idee, oder so verstehe ich es, ist dieses Vertrauens, also erstmal quasi. Weil, also man kann ja jetzt sagen, die Sanktionen sind quasi, ich gehe vom Negativsten aus und halte mich schon mal bereit. Und dieses Vertrauenskonzept ist das, ich gehe erstmal davon aus, dass es funktioniert. Und deswegen versuche ich 6 Monate jemandem die Chance zu geben, anzukommen und sich in dieser neuen Situation zurechtzufinden. Mhm. Sie haben eben gesagt, es gibt, wir alle wissen nicht, wie man mit 500 oder 700 Euro und so. Ich weiß das, ich habe das in meiner Kindheit gemacht. Und ich weiß auch, dass so ein Fallen in Arbeitslosigkeit und Fallen in Hartz IV auch eine Belastung ist, in der man sich erstmal einfinden muss. Und ich glaube, daher rührt es. Und ich finde das im Grundsatz erstmal keine schlechte Idee. Sehe aber auch, und darüber habe ich auch mit der Jobcenter-Mitarbeiterin auch gesprochen, dass es manchmal Fälle gibt, in denen es keine andere Form mehr gibt. Das wäre meine Frage, wann verteilt sie denn dann Sanktionen? Ist es auch teilweise früher als nach einem halben Jahr, sagt sie, wenn der sozusagen der Kollege gar nicht klarkommt, ist es nach 2 Monaten. Ich würde gerne einmal noch, Frau Marschall, wahrscheinlich noch mal auf den Aspekt zurückkommen, den ich genannt habe, dass Hunderttausende nicht deutsch sprechende Menschen, Flüchtlinge, im Moment als Anlaufstelle diese Jobcenter haben. Ja. Und ich stelle mir gerade vor, wie ich als Mitarbeiterin dort oder Mitarbeiter dort mit so unterschiedlichen Menschen umgehe, die ich beschrieben habe. Und ich finde auch, dass das in dieser Debatte so ein bisschen ausgeblendet wird, also und die ganze Bürgergeldreform das auch so ein bisschen ausblendet, dass ungefähr die Hälfte, fast die Hälfte der Kunden, sage ich mal, eben inzwischen migrantischer Herkunft sind, also einen Migrationshintergrund haben, wie Sie das eben schon gesagt haben. Und nur mal kurz als Bemerkung, Deutschland ist unglaublich erfolgreich in der Arbeitsmarktpolitik gewesen, weil wenn wir nämlich diese Flüchtlingszahlen nicht hätten in der Statistik, dann hätten wir jetzt den Sockel an Langzeitarbeitslosigkeit enorm reduziert. Und hätten wir in Deutschland keine Migration, hätten wir ein ganz, ganz großes Problem, weil diese Menschen ganz, ganz wichtige Jobs in diesem. Ja, aber ich wollte trotzdem noch mal sagen, gerade die Anreize, die gesetzt werden, sind ja gerade für, ich sag mal, Ausländer, die nach Deutschland kommen,
auch wichtig. Also wenn Ihnen eben gesagt wird, im ersten halben Jahr passiert eigentlich nichts, oder wenn Sie das mitbekommen, sind ja auch nicht dumm, dann sagen Sie sich, ja gut, also ist ja prima, dann kann ich mich eben hier erstmal einrichten. Die Zeit läuft ab, Frau Stanger. Das ist eine Vermutung. Das ist natürlich eine Vermutung. Ist das Jobcenter die richtige Anlaufstelle für diese unterschiedlichsten Gruppen? Ich glaube, dass viele ja tatsächlich auch Qualifikationen haben und die Anerkennung von diesen Qualifikationen oft ja nicht stattfindet und dadurch auch Zugewanderte, die hochqualifiziert sind, schlechte Jobs machen müssen. Das ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung und ich weiß es nicht, ob es die richtige Anlaufstelle ist. Ich finde es gut, dass wir die verschiedenen Perspektiven in dieser Sendung hatten. Es ändert aber nichts daran, dass in Berlin die Parteien zusammenkommen müssen diese Woche, wenn das neue Gesetz zum Jahresbeginn in Kraft treten soll. Ich frage jetzt mal die etablierte Berliner Korrespondentin, wie groß sind die Chancen auf eine Einigung? Meiner Ansicht nach groß. Also jetzt hat Herr Merz am Deutschlandtag der Jungen Union noch mal ein bisschen mit dem Säbel gerasselt. Aber auch, finde ich, die Semantik, also was er so gesagt hat, war jetzt ja auch keine enorme Drohung oder sowas, sondern hat nur gesagt, es müssen noch große Zugeständnisse gemacht werden. Ich nehme zum Schluss der Sendung einfach Ihren ersten Satz. Sie halten die Chancen einer Einigung für groß. Wir werden es beobachten. Ich darf nur noch sagen, die Union will ja auch nicht, dass die Regelsätze nicht steigen. Und das Ding ist nun mal miteinander verknüpft. Und genau, wir sind vor. Ich habe die Uhr im Blick und kann einfach nur noch sagen, schön, dass Sie dabei waren. Hier in der ARD jetzt der Bericht aus Brüssel mit Katars Einfluss in Europa. Bei Presseclub Nachgefragt treffen wir uns im Netz bei WDR 5 und bei Phoenix ab sofort wieder. Tschüss, lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück. Presseclub Nachgefragt im Netz, bei Phoenix, bei WDR 5 im Radio und in Bad Dürrenberg mit Roland Mittmann. Herr Mittmann, guten Tag, Sie sind dran. Schönen guten Tag in die Runde. Ja, willkommen zurück. Sie sind auf Sendung und dürfen sprechen. Ich habe zunächst ein Statement und dann eine Frage. Das Statement würde so ausfallen, dass ich erwähnen möchte, dass alle Leute, die von Sicherungssystem leben, von Steuergeldern, das heißt von Leuten, die arbeiten, auf Deutsch gesagt, gestützt werden. Das ist mir hier in der Runde zu kurz gekommen. Ja. Eine Frage oder eine Sache, mit der ich überhaupt nicht einverstanden bin, ist der Freibehalt für einen Haushaltsvorstand von 60.000 Euro. Ich selber bin im 42. Arbeitsjahr 100% erwerbsgemindert worden wegen einer schweren Erkrankung, habe aber keine Pflegestufe bekommen. Das heißt, ich habe jetzt eine behindertengerechte Dusche selber bezahlt und werde auch eine behindertengerechte Ausstattung für ein Auto selber bezahlen müssen. Wenn ich im Pflegeheim untergebracht werde, muss ich mein gesamtes Vermögen aufbrauchen und habe einen Selbstbehalt von 5.000 Euro. Das heißt, wenn ich dann eine Erdbestattung wünsche als katholischer Christ, den Vergleich wage ich nicht anzustellen. Herr Mittmann, ich würde die Frage gerne an die Frau Steinhaus geben. Ja. Herzlichen Dank. Ja, danke für Ihre Offenheit. Ja, danke auch von meiner Seite. Ich finde es völlig unfair, dass Sie bis auf 5.000 Euro alles aufbrauchen müssen, wenn Sie in ein Pflegeheim kommen. Und finde, dass Sie da einfach mehr Unterstützung verdient haben und hätten. Und das wäre mein Ansatzpunkt tatsächlich. Nicht gucken, wer kann noch weniger haben als Sie, sondern gucken, wie können Sie mehr haben, weil Sie verdienen das. Herr Mittmann, vielen herzlichen Dank. Es klingt banal, aber eigentlich möchte ich Sie nicht verabschieden, ohne die Empfehlung, sich noch mal an Ihre Pflegekasse, Krankenkasse zu wenden, weil das, was Sie beschreiben, eigentlich so nicht sein dürfte. Also danke, dass Sie dabei sind. Einen schönen Sonntag und wir gehen zu Doris Dienstlage. Sie ruft uns aus Nordfriesland an, aus Bredstedt. Guten Tag, Frau Dienstlage. Guten Tag. Ich habe vorhin schon am Telefon gesagt, ich bin der Ansicht, dass man das alles sehr differenziert betrachten muss. Das haben Sie im Nachgang, nachdem ich telefoniert habe, selber schon festgestellt. Und dass man
nicht Einzelfälle, aber das in Gruppen einteilen sollte und dementsprechend lösen solle. Also beispielsweise, wenn einer über 50 seinen Arbeitsplatz verliert und nicht wieder eingestellt wird, egal was er gemacht hat, weil er zu alt ist, also nicht, weil er körperlich verschlissen ist, sondern soziodemografisch. Ich selber bin mit über 50 im Marketing auch ausgesondert worden. Ich habe mir alleine nochmal zwei neue Jobs aufgebaut. Erst der eine, dann ging das kaputt, dann der andere. Da ist auch sehr viel Eigeninitiative und Power in einem selber drin. Nun gut, das kann nicht jeder, aber dann sollte man nicht nur über die Quoten der Frauen diskutieren, sondern vielleicht auch diskutieren, dass die Unternehmen Mitarbeiter, die arbeitslos sind, ab einem bestimmten Alter auch mengenmäßig einstellen müssen, damit diese Leute, die ja eigentlich arbeiten wollen und noch möglicherweise bis 70 arbeiten müssen, nicht auf der Strecke liegen bleiben. Und so kriegt man dass die ganze Sache eigentlich auch geregelt. Und so müsste man sich die einzelnen Gruppen eben ansehen, wie ich selber gesagt habe. Bei Ausländern ist das so und so und bei der Gruppe ist es so und so. Da gibt es welche, die pflegen ihre Eltern. Da muss man das eben differenziert betrachten. Aber bei uns wird alles nur mit der Gießkanne gemacht. Ja, ist angekommen. Danke für Ihren Impuls und die interessante Überlegung. Wir können das einfach stehen lassen. Vielleicht möchte es jemand kommentieren. Ansonsten sage ich danke. Also ich könnte noch sagen, guter Vorschlag, aber die Jobcenter ächzen jetzt schon unter Bürokratie. Und jetzt nochmal eben neue Regeln für einzelne Gruppen einzuführen, würde, glaube ich, die Last, die die da haben, nochmal deutlich verstärken. Ne? Mhm. Also, aber wir haben das in der Sendung ja auch rausgearbeitet, dass es natürlich auf die individuelle Betreuung angeht und dass man da als Jobcenter-Mitarbeiter eben Flexibilität haben sollte und eben, wie Frau Thomé auch eindrucksvoll erzählt hat, auch unterhalb der gesetzlichen Regeln eben was machen kann. Ne? Mhm. Also, dass man die auch einfach dann so ein bisschen links liegen lässt mal. Wir gehen nach Bayern zu Peter Müller in Vogtarolt. Grüß Gott. Ja, schönen guten Tag, hier ist Peter Müller. Bitte, Sie sind dran. Also ich habe jetzt verschiedene Sachen schon gehört in dieser Sendung. Ich bin der Meinung, unter 4.000 Euro brutto rentiert sich dann nicht mehr zu arbeiten. Ich könnte Ihnen das ganz genau oder mehr sagen, sind schon eigentlich angeklungen, pauschal gesagt. So, dann ist meine zweite Anmerkung, wenn immer weniger Leute dann arbeiten, wer soll das Ganze noch bezahlen? Es ist ja immer mehr, wo Geld ausgegeben wird und das muss erst erarbeitet werden. Das sind, glaube ich, alle Damen und Herren in Ihrer Runde einer Meinung. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir einen Fachkräftemangel haben, auch immer noch nicht. Nur der Mangel besteht darin, dass eben die Bedingungen nicht so sind, wie sie sein sollten. Also das sollte man vielleicht mal richtig stellen. Und, okay. Das ist meine man könnte länger drüber reden, aber das sind die wichtigsten Punkte. Ja gut, Herr Müller, da haben Sie Ihre Meinungen ausgedrückt. Zum Fachkräftemangel überrascht mich Ihre Meinung. Und eins will ich noch sagen, zum Glück sind wir ja in einer Situation, dass die Zahl der Beschäftigten über die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen ist, führt aber nicht an der Frage vorbei, wer das bezahlen muss. Vielleicht kann ich dazu noch kurz ergänzen, was mich total umtreibt, weil wir ständig darüber reden, lohnt sich Arbeit? Und wir reden ständig über diesen monetären Faktor. Und natürlich stehen wir alle morgens auf, um Geld zu verdienen. So, das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber ich fände es irgendwie auch total gut, wenn wir mal dahin kommen würden, warum gehe ich noch arbeiten? Also was gibt Arbeit mir noch? Also es gibt mir irgendwo ja auch ein soziales Umfeld, es gibt mir Stabilität, es gibt mir einen Sinn. Also ich würde jetzt sagen, wir in dieser Runde haben uns probably einen Beruf ausgesucht, der einen jetzt nicht mit der Aussicht, stinkreich zu werden, sondern weil er einen eben erfüllt. Oder das ist zumindest, ich kann für mich sprechen. Und das sind, finde ich, auch Dinge, wo man sich fragen muss, lohnt sich Arbeit, also der monetäre Faktor ist ein Faktor von dem, wofür sich, glaube ich, lohnt, arbeiten zu gehen. Und, Herr Müller, war auch ein Statement, ein Argument, nicht zu Ihrem, aber danke, dass Sie uns den Impuls gegeben haben. Ich sage Tschüss und gehe weiter nach Dresden. Thomas Schille ist in der Leitung. Hallo, Herr Schille. Ja, guten Tag. Ich möchte kurz vorausschicken, dass ich glaube, dass die Menschen, die in Bürgergeld geraten, dafür in den überwiegenden Fällen nichts können und auch eigentlich arbeiten wollen. Aber ist es nicht so, dass das Bürgergeld, ich sage jetzt mal rein ökonomisch, eine Nulllinie festlegt?
die also quasi sagt, ich bin im Grenzverdienst, wenn ich dann arbeiten gehe, bei vielleicht 300-400 Euro mehr. Gerade im Osten gibt es das ganz viel. Und dann habe ich irgendwie 2 Euro pro Stunde. Wo haben wir denn dann den Mindestlohn? Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man sich in Deutschland so scheut, ein Steuersystem einzuführen, das eine negative Einkommenssteuer ansetzt. Und wo insbesondere in den niedrigeren Einkommensbereichen dadurch Spielraum entsteht, Menschen entsprechend zu motivieren. Und das muss dann meines Erachtens auch wesentlich stärker in die sehr hohen Einkommen. Nun muss ich sagen, ich persönlich würde mich auch als Besserverdienend bezeichnen. Also ich denke, schwer bei Einkommen oberhalb von 300.000-400.000 Euro sollte man wesentlich stärker zugreifen, um dieses Steuersystem zu finanzieren. Und wir in Deutschland haben vielleicht noch 10 Jahre, das möchte ich noch mit auf den Weg geben bei dieser Frage, unsere Wirtschaft so umzugestalten, dass sie wettbewerbsfähig wird. Wenn wir nicht langsam anfangen von diesen Diskussionen, die so ein bisschen kindlich sind, ob man nun jemandem das oder das zu billig, wenn wir da nicht langsam anfangen, werden wir uns wirklich sehr umschauen, dann wird es auch gar keinen geben, der noch irgendwelche Bürgergelder bezahlen kann. Danke, Herr Schiller. Herr Kollenberg. Ja, ich würde Herrn Schiller recht geben in vielen Punkten. Also er hat das Problem benannt. Man muss halt wirklich schauen, welche Anreize setzt man und wie kann man auch im Niedriglohnsektor noch so gut verdienen, dass es sich lohnt. Also ich meine, wir können den Mindestlohn nicht einfach immer erhöhen. Das wird in Sachsen rein wirtschaftlich von vielen Betrieben gar nicht möglich sein, weil sie das dann auf die Preise gar nicht mehr umlegen können bei der Bevölkerungsstruktur und bei der Einkommensstruktur. Und ja, ich finde, Herr Schiller hat da einen durchaus positiven Impuls gesetzt hier in der Sendung. Danke, Herr Schiller. Ich finde diesen Gedanken negative Einkommensteuer interessant, also weil er nicht, nein, keine Diskussion, okay, weil nachgefragt, weil er nicht so den Anschein von Stütze hat, sondern einfach dann. Ich wollte nur sagen, die Hinzuverdienste sind natürlich ein Versuch, die negative Einkommensteuer quasi auf einem anderen Weg Gruß zu bekommen. Gruß nach Dresden und in Bonn ist Sabine Strauscheid. Hallo, Frau Strauscheid. Ja, guten Morgen zusammen in die Runde. Guten Morgen, ja. Ja, sehr guten Mittag, ja. Dankeschön, dass Sie mich dran nehmen. Ich habe eine kurze Frage, die richte ich an Frau Marschall. Ich wollte Sie fragen zu Ihrer Äußerung, die Sie getätigt haben, dass die Weiterbildung nicht so gut ist, nicht so gut sei. Ich arbeite, bin 63 Jahre alt, arbeite seit über 30 Jahren in diesem Bereich und biete als Weiterbildungsinformation unter anderem immer an, dass es in jedem Jobcenter einen Integration Point gibt für Menschen, die neu andocken. Das Kindergeld bei der Auszahlung von Leistungen nicht berücksichtigt wird und dass die von Ihnen benannten Beiträge für zum Beispiel Mitwirkung in Vereinen mit dem 18. Lebensjahr enden. Deswegen meine Frage, ich finde die Diskussion an der Stelle gerade zu vieles nicht auf, aber danke überhaupt für eine Diskussion an Frau Thome und Frau Steinhaus und an den Herrn in der Runde. Meine Frage bleibt, wieso ist die Weiterbildung nicht so gut? Woran machen Sie Ihre Aussage fest, Frau Marschall? Dankeschön. Ich mache das an Evaluationen fest, die eben auch selber von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht wurden. Also da gibt es so Revisionsberichte und da kommt eben bei raus, dass sehr viele Betroffene, die eben solche Maßnahmen durchlaufen haben, hinterher sagen, das war gar nicht sinnvoll, was ich da gemacht habe. Also irgendwelche, das dritte oder fünfte Bewerbungstraining und so weiter, das zählt ja alles unter Weiterbildung. Und da wird eben, und es gibt sehr viele betriebsferne Angebote, die eben nicht die Menschen wirklich in die Nähe der wirtschaftlichen Realität bringen. Und das sind dann eben Weiterbildungsträger, die das als Geschäft haben eben. Und da ist eben auch viel Geld im System. Und da stütze ich mich eben auf Studien. Und deswegen habe ich auch empfohlen oder sagen viele Ökonomen, wir müssen irgendwie versuchen, stärkere Kooperationen mit Unternehmen zu machen und da eben zu versuchen, dass die Leute eben, das sind dann auch oft überbetriebliche Einrichtungen, aber dass die eben Praktika mehr in Unternehmen machen und so weiter, damit das nicht so ab von dem ist, was in der Wirtschaft wirklich passiert. Frau Strauscheid, Sie machen gute Angebote. Frau Marschall zitiert die Studie, dass es auch schlechte Angebote gibt. Können wir uns einfach darauf verständigen, dass gute Angebote notwendig sind und Sinn machen und es kein Plädoyer gegen Weiterbildung war?
Um Gottes Willen, ja, ja. Natürlich. Ich wollte okay. nur einen abschließenden Satz bitte sagen dürfen. Ja, klar. Integration und Weiterbildung muss zum Ziel haben, dass Menschen sich neu platzieren können. Dazu gehören auch Kindergartenplätze, dazu gehören ja. wohnortnahe Strukturen für Arbeit. Und vielleicht ja. kann man es darauf verständigen, ja. dass man ja. das weiterdenken muss. Ja, ja, gerade Betreuungsplätze, wichtiger Aspekt. Genau. Danke, Gruß nach Bonn. Jetzt sind wir fast wieder hier im Studio, nämlich in Köln bei Tjerk Hofstra. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Guten Mittag. Ja, guten Mittag. Ne? Danke, dass ich mich rannehme. Sie sind ja. dran. Ja. Ja, ich wollte mal sagen, hier Herr Merz mit seinen Beschwerden über, der ist selber bei einer Partei gewesen, die ganz lange vehement sich gewehrt hat gegen die Einführung von einem Mindestgehalt in der Bundesrepublik. Das würde die Arbeitsplätze vernichten, laut dem. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir ganz spät angefangen haben, mit die Niedriglohnsektor eigentlich ein bisschen hochzudrücken. Und ja, mit der Inflation und alles sind wir eigentlich jetzt an der gleichen Stelle, wo wir angefangen haben. Wird viel Geld in Ausbildung gesteckt, 7 Milliarden für Trajekte, 3-mal ein Bewerbungstraining hier. Da muss viel, nach meiner Meinung muss Steuer auf Arbeit gesenkt werden und auf Mieteinnahmen und solche Sachen muss mehr steuern und dann ist alles, da können die Leute auch wieder normal arbeiten gehen und davon leben. Okay, ja, danke für Ihr Plädoyer. Lassen wir so stehen. Und dann schaue ich mal, ob wir Thomas Bauer in Frankfurt noch kurz um einen Impuls bitten. Hallo, lieber Herr Bauer. Wir sind am Ende der Sendung, aber ein bisschen Zeit haben wir noch für Sie. Ja, ich mach's ganz kurz zur Frage. Ich verstehe nicht, warum so gut wie die ganze Sendung nur Arm gegen Elend ausgespielt wurde, anstatt mal zu die gesamtwirtschaftliche Verteilung zu hinterfragen. Wie passt denn der Porsche-fahrende Chef zum aufstockenden Niedriglöhner in Firmen? Genauso wird nie hinterfragt, dass in der Diskussion fast nur Leute der Oberschicht zu Wort kommen, die natürlich ein Interesse haben, dass Arm gegen noch ärmer ausgespielt wird, um selber nicht hinterfragt zu werden, ob ihr eigenes Gehalt in der Gesellschaft angemessen ist, wenn man sich die Gesamtverteilung anschaut bei dem Thema. Genauso wurde halt auch gesagt in der Sendung, jeder überlegt sich, ob die Arbeit sich lohnt, die er macht. Da widerspreche ich. Das mag auch in der Oberschicht sein, aber nicht in der breiten Masse. Sonst hätten Sie ja nicht das Phänomen, dass ganz viele arme Rentner nicht ihre zustehende Aufstockung annehmen oder Herr Bauer, vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre Meinung. Jetzt die Nachrichten kommen. Sorry, ich fand es wichtig, dass Sie sagen konnten, aber kann jetzt einfach nur noch Danke sagen. Danke hier am Tisch für die spannende Debatte. Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, lassen Sie es gut gehen.